Grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, dass sich eine gesamte Gesellschaft radikalisieren kann. Das wurde etwa in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus deutlich. Derzeit kann die deutsche Gesellschaft jedoch nicht als radikalisiert bezeichnet werden. Die demokratischen Milieus sind gefestigt und in den letzten Jahren sogar größer geworden. Allerdings wird der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland derzeit auf die Probe gestellt. Vor allem rechtspopulistische und rechtsextremistische Gruppen und Milieus mit ihren antisemitischen, migrations- und islamfeindlichen Positionen stellen ihn in Frage. Das kann eine Gesellschaft polarisieren. Grund dafür ist, dass diese Positionen in der Mitte der Gesellschaft einerseits geteilt, andererseits abgelehnt werden. Eine gesamtgesellschaftliche Radikalisierung wird also durch diese antidemokratischen Milieus und Gruppen begünstigt. Was bedeutet das im Einzelnen?